Isaac. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir und niemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura. Hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein. Mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Pro... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben in die Hölle. Fahren Sie die Schäde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark! Soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Ja, und unser Auftrag wurde, unser Auftrag wurde hinzugefügt. Hilfe. Dann würde ich mal sagen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space. Bei diesem Let's Play habe ich mir mal gedacht, ich fange mal mitten im Spiel an, weil ich den Anfang nicht richtig aufnehmen konnte, weil der da immer der Sound immer hinterhergehangen hat. Ich hoffe mal, das passiert jetzt hier nicht mehr. Ja, und wie ihr vielleicht schon seht, ist das hier Dead Space. Hilfe. Durch Hennen bewegen Sie sich schneller. Okay. Ich hoffe mal, die Steuerung ist fast so wie bei The Last of Us, denke ich jedenfalls. Und... ja, wir sind hier gerade abgestürzt in ein Raumschiff und ja, gucken wir mal, was hier noch so... Hilfe, was ist das? Nix, ist ja auch gut. Ich renne, so. Ah ja. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Das ganze Schiff ist verloren.
älteste Schiff seiner Klasse. Sie hält den Rekord für die meisten Planetenausschlachtungen. 34 bis heute. Und mit 14 Trillionen Kilotonnen abgebauten Rohstoffen. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Na ja, gleich. Ah ja. Dann ist ja gut. Ich weiß gar nicht. Naja, ich weiß gar nicht, in was für einem Jahrhundert das hier spielt, aber irgendwie in der fernen Zukunft. Ja, und hier diese Tür können wir öffnen. Dann öffnen wir die mal. Ui. Und sofort geht Licht an. Oh ja. Hilfe. Hier liegen auch immer mal so Sachen rum, die man sich dann klauen kann. Und ja. Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Mit? Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Lokalisieren R3. Kartenschirm ist leckt. Ach ja. Ein 3D-Bild von der... Okay. Ist ja mal was. Ein 3D-Bild. So, da kann man reinzoomen. Rauszoomen, okay. Drehen. Gut, dann wissen wir jetzt wenigstens, wie wir wohin müssen. Was haben sie noch? Aufrufen des Aufgabenbildschirm und dann R2. Ach ja, hier. Soll ich das vorlesen? Ich weiß nicht. Ja, einfach mal hier. Die Ishimura ist in einem katastrophalen Zustand und unser Shuttle braucht umfassende Reparaturen. Wo zum Henker ist das Bordpersonal? Ich kann die Rig Resource Integration Gear, meine Uniform mit dem Holosystem des Ishimura vernetzen. Ah ja, das hat man gerade gesehen. Es sollte hier irgendwo eine Sicherheitskonsole geben, an der ich einen Diagnosecheck der Systeme durchführen kann. Ja, das wissen wir auch. Das ist da hinten, dann drücken wir nochmal schnell, wo wir hin müssen. Hier hin, dann drehen. Tür öffnen. So. Sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Hilfe! Komm schon! Ja! Okay, ich soll rennen. Dann renne ich mal. Renn doch! Renn, Isaac! Komm, könnte das bleiben! Versuch! Ja, auf! Ja, 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 aua! Hilfe, was sind das für Viecher? Der hat wohl den Kopf verloren. Oh Mann.
Den haben wir gar nicht mitgenommen, den Kopf. Ich will da nicht raus. Hey, was ist das? Ein Plasma-Cutter? Mhm. Jo. Gut, verstehe ich. Ach ja. Das ist auch gut. Was steht da? Cut auf der... Limbs. Was Limbs auch immer heißen soll. Medikit. Und mal da. 1000 Credits. Wo wir die auch immer einsetzen sollen. Ja. Ach, geht da kaputt. Und hier gibt es dann immer diese Behälter, die wir da vorne schon gesehen haben. Kein Wunder, dass ich da hier lang muss. So. Genau. Also die Steuerung ist eigentlich fast genauso. Wieso hat das jetzt so lange gedauert? Oh Mann. Jo. Kann man eigentlich auch irgendwie... Nee. Licht gibt's hier wohl nicht. Ah doch, wenn ich ranzoome, gibt's Licht. Okay. Eine Tür. Okay. Muss ich das? Keine Ahnung. Audio-Log. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Lüftungsschächte. Nicht so gut. Mit deutlichem Herzschlag gerade. Isaac? What? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist. Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Mhm.